Nach der Gepäckübergabe am Stuttgarter Flughafen folgt der Abflug nach Siebenbürgen. Zum Glück konnte die Maschine nicht sofort landen. Das Panorama über Hermannstadt ist wirklich wunderbar. Dank der schnellen Gepäckausgabe war das Hotel zum römischen Kaiser in sage und schreibe 2,5 Stunden schon erreicht. Etwas Ausruhen war notwendig. Aber anschließend war ein Abendspaziergang in der Altstadt eine Erholung. Am nächsten Morgen stand der Rundgang des Marktplatzes am Großen Ring auf dem Programm. An den Gebäuden erkennt man, dass die Siebenbürger Sachsen städtebaulich wirklich was drauf hatten, begleitet von hoher Kultur. Bedeutenswert ist das im 17. Jahrhundert erbaute Bruckentalmuseum. Auf der rechten Seite gegenüber liegt das im Barockstil errichtete Rathaus, dem ein Deutscher, ein Siebenbürger Sachse, als Bürgermeister vorsteht. Auch die Stadträte und leitende Mitarbeiter sind größtenteils Deutsche Siebenbürger Sachsen. Schon etwas ganz Besonderes. Hermannstadt war 2007 die Kulturhauptstadt Europas. Vor der Wende 1989 lebten in Hermannstadt ca. 30.000 deutschstämmige Seelen. Jetzt sind nur noch 2.000 übrig geblieben. Unterwegs ins Weinland im Kuckeltal. Durch die liebliche Berglandschaft zum ersten Ziel. Weiter nach Hetzeldorf. Und dort wird es viele spannende Momente geben. Hetzeldorf liegt in einem ruhigen Tal, umgeben von Hügeln, Wiesen und Wäldern. Auffallend sind die langen Gassen und hoch übermauerten Toreinfahrten. Sie waren notwendig für die hochbeladenen Heuwagen. Ein schöner, sonniger Tag. Und schon ging es mit dem Büffelgespann über holprige und aufgeweichte Feldwege in die schöne Hügellandschaft. Weit ab asphaltierter Straßen. Wer Land liebt, macht hier den schönsten Urlaub, wie er in Deutschland nicht zu finden ist. Schafherden passen zur Landschaft und der Hund ist für den Schäfer unentbehrlich. Mit dem Büffelgespann und dem hart gefederten Holzwagen durch dick und dünn.
für die Urlaubergruppe aus Kornwestheim ein unvergessliches Erlebnis. Auf der Teststrecke für Nieren- und Bandscheibenvorfall. Se non va il picciolo alla ruta, lascia per uno. Lascia. Hollywood. Von Hetzeldorf. Hollywood von Hetzeldorf. Super. Weiter geht es heute durch Siebenbürgen nach Roseln im Harbachtal. Auf der Anhöhe ein aussichtsreicher Blick auf das Dorf mit der alten Kirchenburg. Seit dem 13. Jahrhundert trotzt der Turm Wind und Wetter. Jedoch am Ziffernblatt hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Hier ist wirklich noch Idylle. Enkelkinder helfen dem Opa beim Grasmähen. Und das Heu braucht das Vieh dringend in der Winterszeit. Mă bucur când mai văd că un sas că mai vine pe la Ruja. Că Ruja au rămas pustie acum. Ne pare rău după ei. Die alte Dorfmühle stammt aus dem Jahr 1928. Sie ist immer noch in Betrieb und mahlt Mehl für die Dorfbewohner.
Brot wird selbstverständlich im eigenen Backofen gebacken. Und das Kartoffelbrot hält sich für Tage frisch und schmeckt prima. In einem Seitental, eingemeindet zu Roseln, liegt ein kleiner Ort Probstdorf. Früher lebten hier vorwiegend Siebenbürger Sachsen. Ein österreichisches Hilfsprojekt Heimat für jeden unter der Leitung von Soziologin Barbara Schöfnagel bemüht sich, die sozial schwachen Dorfbewohner in einen Arbeitsprozess einzugliedern. In der kleinen evangelischen Kirchengemeinde der Sachsen ist ein guter persönlicher Zusammenhalt. Bemerkenswert ist auch der Fortbestand der kleinen Dorfkapelle unter Mitwirkung von Frau Schöfnagel. Quer durch Siebenbürgen geht es dem Endziel Kronstadt im Burzenland entgegen. Die Schwarze Kirche steht im Zentrum und ist das Wahrzeichen der Stadt. Ihr Name stammt vom großen Stadtbrand des Jahres 1689 her, der die Kirche zu einer schwarzen Ruine werden ließ. Das Gotteshaus ist die größte spätgotische Hallenkirche östlich von Wien. Zu 70% der jugendlichen Trachtenträger sind rumänischer und ungarischer Herkunft. Es sind Schüler von Lyzeen mit deutschem Unterricht aus Städten Siebenbürgens. Sie pflegen deutsches Brauchtum und führen kulturelle Veranstaltungen in Siebenbürgen.
An diesem Sachsentreffen in Kronstadt nahmen über 1500 Gäste aus Deutschland teil und feierten bis in die späten Abendstunden.